Bayer, der Name pauschal dotierte Unterstützungskasse kommt ja vom Wort Dotierung. Was kann man sich unter einer Dotierung vorstellen und wann und wie wird denn dotiert? Ja, die Dotierung in der pauschal dotierte Unterstützungskasse, die ist im Einkommensteuergesetz geregelt. Der Paragraph 4d regelt die Dotierung. Und Dotierung ist eigentlich die Einzahlung, das heißt die Betriebsausgabe, die ich für die betriebliche Altersversorgung aufwenden darf. Sie ist nicht immer konkurrent, zum Beispiel mit einer Entgeltumwandlung. Bei jüngeren Mitarbeitern ist es ein bisschen höher, bei älteren Mitarbeitern kann es ein bisschen weniger sein als das, was ich bräuchte. Und die Dotierung nach dem 4D Einkommensteuergesetz ist so geregelt, dass ich jährlich 25% der zugesagten Jahresrente einzahlen kann, bis 2 Jahresrenten in der Unterstützungskasse sind, oder bei Kapitalzusagen sind es eben 2,5% des zugesagten Kapitals bis 20% des zugesagten Kapitals in der Unterstützungskasse sind. Das Ganze ist in der Regel so nach 6 Jahren erreicht. Nach diesen 6 Jahren kann ich nicht mehr dotieren. Da entwickelt sich das Ganze durch Zinsen. Ich hole mir das Geld ja natürlich raus und zahle dafür Zinsen. Und mit den Zinsen führe ich das zu bis zu dem Betrag, häufig mehr, den ich dann auch für meine Zusage oder für die Erfüllung der Zusage benötige. Also für mich ist es so, am Anfang heißt es halt Dotierung, später heißt es nicht mehr Dotierung und Zins, sondern Zinszahlung. Aber das, was ich brauche, kann ich auf dem Weg auch einzahlen. Wie viel und wie viel drüber, das hängt immer ein bisschen von meinem Kollektiv an. Das muss man halt individuell rechnen und individuell für sie, die jeweiligen Unternehmen, mal darstellen. Anders ist es bei Rentnern. Für Rentner kann ich zum Beispiel für einen 65-Jährigen sofort die 11-fache Jahresrente dotieren, auch bei Rentenerhöhungen sofort nachdotieren und kann auch hier die Ausfinanzierung der Rente sicherstellen.